Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Immer traurig, wenn der letzte Teil von irgendeiner Reihe kommt. Das haben wir ja nun schon bei Rudolf, bei Peter, bei Louis. Also wir machen das ja nun schon ein bisschen länger und ich finde, das ist immer so ein bisschen mit, man ist immer ein bisschen mit Wehmut dabei, weil man begleitet ja auch die Protagonisten auf ihrer Reise, wo auch immer die hingeht und irgendwann lässt man los und dann lässt man immer nicht einen guten Freund zurück, aber jemand, der einen eine Zeit lang begleitet hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, weil wenn ich das lese, ich lese das ja nicht einmal, ich lese das ja mehrere Male und dann trage ich das ja vor und dann muss natürlich auch ein bisschen Emotionen da rein. Also ich wühle mich da schon ein bisschen tiefer rein, man soll das gar nicht glauben, ich bin ja nicht so ein emotionaler Mensch, aber mich berührt das immer schon sehr. Und gerade, wenn die den Krieg nicht überlebt haben, die Leute, die in den Berichten vorkommen, finde ich das natürlich umso schlimmer. Und bei Leonard ist das natürlich auch so, er hat es natürlich nicht geschafft. Gut, also heute letzter Teil, bevor wir damit starten, nochmal ein Riesendank an den Markus Bauer, dass wir, also der Autor Markus Bauer, dass wir das überhaupt hier vortragen, vorlesen und zeigen durften. Und dann natürlich an die Besitzer, würde ich jetzt sagen, also das Ehepaar Münstermann von dem EK2 Verlag, dass die beiden gesagt haben, klar, kannst du vortragen, finden wir eine gute Sache. Also wenn ihr nochmal tolle Militaria-Bücher sucht oder Militärliteratur, meine Güte, dann gerne EK2 Verlag mal schauen, habe ich unten nochmal verlinkt. Vielleicht findet ihr auch noch das ein oder andere Buch. Also nochmal an die Parteien, riesen Dank, dass wir das machen durften. Wie gesagt, heute der letzte Teil, also die letzten Briefe werde ich noch vortragen, die noch angekommen sind. Dann nochmal zwei, drei andere Sachen, wie Gefallenenmeldungen haben wir noch. Dann die Schlacht um Tarnopol, was ist da überhaupt passiert, wie war der Ausbruch. Also ein bisschen Hintergrundinformationen, damit sich das Bild auch so ein bisschen abrundet. Und dann ist es das auch gewesen für für das Buch bzw. die Geschichte von dem Leonard Merz. Haufenweise liegen sie umher. Ja, also das war mir ganz wichtig, dass ich da nochmal ein Intro vorsetze und wir den ganzen Bereich von der Schlacht um Tarnopol dann abschließen können. Gut, jetzt werde ich natürlich auch gleich fragen, was kommt nächste Woche. Da habe ich mehrere Sachen am Start. Ich bin noch nicht ganz sicher, womit ich anfange. Wir werden wahrscheinlich wieder in die Luft steigen, also was Jagdfliegertechnisch ist, das ist mein Plan. Wenn ich das so umsetzen kann, weiß ich nicht. Wartet einfach ab. Nächste Woche Dienstag, 17 Uhr, werdet ihr sehen, was kommt. Jetzt konzentrieren wir uns aber trotzdem nochmal auf Leonard Merz und auf die Schlacht um Tarnopol und um unseren Kameraden, den wir die ganze Zeit begleitet haben, mit seinen Ängsten, Nöten, Sorgen, was er brauchte, was er hoffte. Und das Größte oder das Wichtigste, was er immer gesagt hat, war, hoffentlich ist der Krieg bald vorbei. Wenn man dann mit dem Ausspruch von Plato das sagen darf, wenn das wirklich von ihm ist, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen, dann hat Leonard das Ende des Krieges tatsächlich gesehen. Los geht's. Polen, 4. März 1944. Liebe Eltern und Geschwister, ich habe den Brief, den mir Karl geschrieben hat, erhalten. Es war bisher der erste, den ich von ihm bekommen habe. Wo er aber eigentlich steckt, hat er aber doch nicht geschrieben. Von Sepp habe ich auch gestern Post gekriegt aus Südfrankreich. Hoffentlich kann er lange dort bleiben. Es ist bestimmt besser als hier in Polen oder Russland. Sollte es doch mal schief gehen, so besteht von dort eher die Möglichkeit, nach Hause zu kommen, als von hier aus. Zurzeit sind die Partisanen ziemlich tätig, alle Augenblicke ist etwas los. Bei uns im Lager sind die Wachen verstärkt worden. Es wird nun auch immer scharfe Munition mit ins Gelände genommen. Gott sei Dank haben wir bis jetzt von den Fliegern Ruhe gehabt. Es gäbe ein schönes Durcheinander, wenn das Lager angegriffen würde. Ich habe nun einen ganz günstigen Posten erwischt, nämlich als Fahrer des Küchenwagen. Er ist doch ganz gut, dass man einen Führerschein hat. Sonst wäre ich eventuell zum Himmelfahrtskommando, so werden die neuen Raketenpanzerbüchsen von uns genannt. Es geht mir also ganz gut und hoffentlich dauert es nicht mehr sehr lange. Könnt ihr vielleicht 3 bis 4 kleine Vorhängeschlösser kriegen? Es wäre ganz gut, damit die Kästen am Fahrzeug abgeschlossen werden können. Außerdem bräuchte ich noch Schuhcreme. Herzliche Grüße, Hartl. Auf Wiedersehen. Polen, 7. März 1944. Liebe Eltern und Geschwister, heute komme ich endlich mal dazu, wieder ein paar Zeilen zu schreiben. Die Division wird jetzt verladen. Wann unser Regiment dran ist, ist noch nicht genau bekannt.
ebenso wenig, wohin es gehen soll. Es ist zurzeit ein ziemlich großes Durcheinander. Wir rechnen wieder mit Osten, aber ob es gleich zum Einsatz kommen wird, glaube ich allerdings nicht. Wenn man so den Haufen ansieht, kann man sich nicht vorstellen, dass es mit den Burschen in den Krieg gehen soll. Schickt jetzt vorläufig nichts mehr, es liegt sonst bloß herum und wird höchstens kaputt. Herzliche Grüße von Hartl, auf Wiedersehen. So, jetzt kommen wir zum letzten Brief von Leonard. Osten, 15. März 1944. Liebe Eltern und Geschwister, heute will ich euch mal ein paar Zeilen schreiben. Hoffentlich kommt der Brief an. Bis jetzt ist nämlich keine Post weggegangen. Da hat es gar keinen Sinn zu schreiben. Wir sind nun doch etwas schneller, als wir gedacht hatten, von Radom weggekommen. Leider ging es wieder nach Osten und gleich ganz schön in die Scheiße. Wir liegen jetzt in Tarnopol. Am ersten Tag hat uns der Ivan ganz schön empfangen mit Schlachtfliegern. Ein LKW ist dabei zum Teufel gegangen. Sonst geht es einigermaßen. Den Russen haben wir aus der Stadt geworfen. Er hatte unheimliche Tote. Haufenweise liegen sie umher. Mir geht's ganz gut. Hoffentlich bleibt's weiter so. Herzliche Grüße, Hartl. Auf Wiedersehen. Nach Leonards letzten Brief im März 1944 herrschte zunächst Funkstille. Zwar lagen zwischen den Briefen immer einige Tage oder Wochen, doch kam kein Lebenszeichen mehr in die Heimat. Für Leonards Eltern, die um drei Kinder an den Fronten banken, musste die emotionale Belastung gewaltig gewesen sein. Erst im Mai 1944 hielt die Familie einen Brief des Kompaniechefs. Es war nicht mehr als eine handgeschriebene Standard-Beileidsbekundung, wie sie damals millionenfach verschickt wurden, um den Angehörigen daheim Seelenfrieden zu stiften. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass diese Schreiben wirklich Trost spenden konnten. Ein fader Beigeschmack bleibt, wenn man berücksichtigt, dass bereits Wochen vor dem angesprochenen Kondolenzschreiben mehrere Zeitungsartikel zum Kessel in Tarnopol erschienen waren. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, dass Leonards Eltern die Artikel vor Eintreffen des Schreibens zu Gesicht bekommen haben. Der Gedanke daran ist in meinen Augen jedoch erschreckend. Zu den Kämpfen um Tarnopol gab es einen Zeitungsartikel, den werde ich auch mal hier vortragen. Leuchtendes Vorbild höchster soldatischer Tugend. Der heldenmütige Kampf der Besatzung von Tarnopol abgeschlossen. Auch die letzten Verteidiger kämpfen sich durch. Berlin, 19. April. Nach 25 Tagen erbitterten Ringens hat der heroische Kampf der Besatzung von Tarnopol sein ruhmreiches Ende gefunden, nachdem letzten Teile der tapferen Verteidiger durch unsere von Westen vorgestoßenen Panzerverbände aufgenommen worden sind. Seit dem 23. März haben sich die unter dem Befehl des Generalmajors von Neidorf stehenden deutschen Truppen in der vom Feinde eingeschlossenen Stadt gegen stärkste Kräftemassierung der Sowjets gehalten. Trotz des verbissenen Widerstandes unserer Grenadiere gewannen die Bolschewisten infolge ihrer zahlenmäßigen und materiellen Überlegenheit von Tag zu Tag mehr Boden. In härtesten Straßen- und Häuserkämpfen schlugen unsere Soldaten die Bolschewisten aber immer wieder zurück. Laufend zugeführte sowjetische Verstärkungen ließen die Lage jedoch immer bedrohlicher werden. Die außerordentlich harten, Tag und Nacht anhaltenden Kämpfe fesselten über drei Schützendivisionen sowie sehr starke Artillerie- und Panzerkräfte des Feindes, während die geringe Zahl der Verteidiger über keine nennenswerten schweren Waffen verfügte. Vor dem kaum abreißenden Artilleriefeuer, das die Stadt in ein einziges Ruinenfeld verwandelte und von den ununterbrochenen Angriffen von Tieffliegern und Panzern, wurden unsere Grenadiere schließlich auf den Westrand der Stadt zurückgedrängt. Aber auch hier ließen ihre Gegenstöße nicht nach, durch die sie feindliche Angriffsgruppen zerschlugen und den Bolschewisten im Nahkampf hohe Verluste zufügten. Nach dem Munitions- und Wassermangel, die weitere Verteidigung der Stadt unmöglich gemacht hatte, ging am 15. April der Befehl zum Ausbruch aus der Stadt nach Westen. Am gleichen Tage, an dem der Kommandant von Tarnopol, der jetzt mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnete Generalmajor von Neindorf, inmitten seiner Soldaten den Heldentod fand. Am 16. April traten die noch kampfkräftigen Einheiten
in drei Gruppen zum Durchbruch an, um zu den nur wenige Kilometer entfernten deutschen Panzerverbänden durchzustoßen. Einem Teil gelang dieser Durchbruch bis zum Abend, wobei eine Gruppe noch eine sowjetische Mörserbatterie mit ihrer Bedienung vernichtete. Der Rest schlug sich im Laufe des 17. April durch die sowjetischen Linien hindurch zu der deutschen Panzergruppe, die sich seit Tagen gegen hartnäckigen Widerstand des Feindes und unter den schwierigsten Geländeverhältnissen Schritt für Schritt nach Osten vorgekämpft hatte, um die Männer aus Tarnopol aufzunehmen. Die Panzerkampfgruppe, die sich aus Teilverbänden des Heeres und der Waffen-SS zusammensetzte, hat bei dieser Unternehmung in den letzten drei Tagen 71 Sowjetpanzer, 198 Geschütze sowie zahlreiche Granatwerfer und sonstige Waffen des Feindes vernichtet. Durch das Ausharren auf weit vorgeschobenen Posten werden die Tarnopol-Kämpfer für alle Zeiten ein leuchtendes Vorbild höchster soldatischer Tugend sein, ein Vorbild an unübertrefflicher Tapferkeit und unerschütterlicher Standhaftigkeit. Ja, nach diesem Heldengesang aus der Zeitung haben wir hier das Kondolenzschreiben des Kompaniechefs. 8. Mai 1944. Sehr geehrte Familie Merz. Vor wenigen Tagen hat das deutsche Volk durch den Wehrmachtsbericht erfahren, dass der heldenhafte Kampf, den die Besatzung Tarnopol gegen eine vielfache Übermacht führte, sein Ende gefunden hat. Am 16.04.1944 brachen die tapferen Kämpfer aus Tarnopol nach Westen durch und nahmen dort Verbindung mit den Panzerverbänden auf, die auf Befehl des Führers zur Befreiung der eingeschlossenen Stadt angetreten waren. Auch ihr Sohn, Obergefreiter Leonhard Merz, gehörte zu jenen heldenhaften Verteidigern, an deren Schicksal das ganze deutsche Volk Anteil nahm. Leider befand er sich jedoch nicht unter den Zurückgekehrten. Nur wenige Kameraden der Kompanie hatten das Glück, zu ihrer Truppe zurückzukehren. Sie alle konnten mir keine Auskunft über das Schicksal ihres Sohnes geben. Sie erzählten, dass ihr Kompaniechef, der selbst in Tarnopol den Heldentod fand, ihren Sohn als einen tapferen und pflichtbewussten Soldaten geschätzt hat, der allgemein bei Vorgesetzten und Kameraden beliebt war. Es besteht daher die Möglichkeit, dass ihr Sohn während der schweren Kämpfe in der Stadt gefallen oder in Gefangenschaft geraten ist. Ich weiß, dass es Sie besonders hart trifft, nicht Näheres über das Los Ihres Sohnes zu wissen. Möge Ihre Hoffnung in Erfüllung gehen, dass er nach Beendigung des Krieges wieder zu Ihnen zurückkehrt. In herzlicher Anteilnahme, unleserlich. Die vom Kompaniechef angesprochene Hoffnung ging auch in den Nachkriegsjahren nicht in Erfüllung. Leonhard Merz bleibt verschollen. Ja, die Suche zog sich ja immer weiter hin und dann haben wir hier noch was, was ich gerne nochmal vortragen möchte. Also im Jahr 1949 gab es nochmal eine Antwort von einem Herrn, mit dem Leonhard wohl Seite an Seite gekämpft hat. Und das will ich auch nochmal kurz vortragen. Also, 18.03.1949. In Tarnopol fiel ich in russischer Hand, als man uns schwer verwundet hat liegen lassen. Ihr Sohn war in unserer Kompanie, was aus ihm geworden ist, kann ich leider nicht sagen. Wir als Panzerbataillon waren aufs ganze Stadtgebiet verteilt. Ich kann Ihnen auch keine große Hoffnung machen, dass Ihr Sohn noch lebt. Wir waren mit 3000 Mann eingeschlossen. 1500 bis 2000 lagen am 12.04.44 verwundet in Kellern, nach Angaben eines Stabsarztes. Die Unverwundeten und Leichtverwundeten suchten einen schlecht geleiteten Ausbruch am 13.04. Es sollten etwa 500 bis 700 gewesen sein. Die Verwundeten blieben liegen und wurden von den Russen zum größten Teil getötet. Die Überlebenden, wenn sie verwundet waren, kamen später nach Kiew ins Lazarett. Die Gesunden kamen ins Bunkerlager. Bei den Verwundeten, die durch Glück überstanden, war ihr Sohn nicht. Es besteht noch die Möglichkeit, dass er unverwundet in Gefangenschaft geriet und im Bunkerlager war. Dort sollen etwa 80 Tarnopoler gewesen sein. Im Lazarett waren am Anfang etwa 150, nach einiger Zeit etwa noch 50. Die Ernährung war fast aus Wasser und Brot bestanden. Im Juli 1944 kamen die Lager von Kiew nach Sibirien. Dort starben von den 50 die meisten.
Wenn ihr Sohn im Bunkerlager bis zu dieser Zeit war, so müsste er in Sibirien sein. Aus diesen Angaben können Sie lesen, dass es wenige Möglichkeiten gibt, dass Ihr Sohn heute noch lebt. Bis jetzt habe ich keinen Heimgekehrten gefunden, der in Tarnopol war. Trotzdem wünsche ich, dass Sie recht bald Nachricht von Ihrem Sohn erhalten und dass er bald heimkehren möge. Viele Grüße sendet ihm mit Hochachtung Hans Mende. So, da wir jetzt schon viel über Tarnopol und das kleine Stalingrad dort gehört haben, gibt es hier nochmal eine Abhandlung darüber, die vielleicht doch mal noch ein besseres Bild auf die Kämpfe dort wirft. Also die Schlacht um Tarnopol, das ist ja in der Ukraine, findet in den Geschichtsbüchern des Zweiten Weltkrieges kaum Erwähnung, obwohl es sich hierbei um, wie schon gesagt, das kleine Stalingrad oder auch Mini-Stalingrad handelte. Hitler befahl im März 1944 die Errichtung sogenannter fester Plätze, die nötigenfalls bis zum letzten Mann gehalten werden sollten, um den Feind so lange als möglich zu binden. Dazu wurden am 8. März 1944 insgesamt 29 feste Plätze entlang der Frontlinie von Leningrad bis hinunter zum Schwarzen Meer ernannt. Die meisten dieser Plätze, so auch der feste Platz Tarnopol, wurden kaum ausreichend mit Verteidigungsstellungen befestigt und man versäumt es grundsätzlich, Verteidigungslinien aufzubauen, um den angreifenden Feind abwehren zu können. So wurden auch die Teile der 359. Infanteriedivision, darunter das Grenadierregiment 949 meines Großonkels, im März 1944 von Radompol nach Tarnopol verlegt, um dort fast gänzlich vernichtet zu werden. Nach Leonards letzten Brief vom 15. März 1944 dauert es nicht mehr lange, genauer 8 Tage, bis Tarnopol von der sowjetischen Armee eingeschlossen wurde. Relativ schnell wurden Ausbruchsversuche unternommen, um Tarnopol aufzugeben und zu verlassen, da die Rote Armee die Schlinge enger zog und Verpflegung und Munition knapp wurde. Dem entgegen wurde der Befehl erteilt, den festen Platz weiter bis zum letzten zu halten. Mein Großonkel dürfte sich aufgrund der mir vorliegenden Aktenlage mit seiner Einheit, also 14. Kompanie, Grenadierregiment 949 im Abschnitt Ost aufgehalten haben. Gemäß der mir vorliegenden Akte funkte der Kommandant des festen Platzes Tarnopol, Egon von Neindorf, das ist der, den wir vorhin schon mal erwähnt hatten, der kurz vor dem Ausbruchsversuch fiel, also am 24. März 1944, abschließender Feinddruck. 3 Angriffsdivisionen mit entsprechender Artillerie, verstärkt durch Salvengeschütze. 30 Feindpanzer beobachtet. Habe im festen Platz nur noch Munition zur Abwehr eines Großangrifftages. Ebenfalls wurde gefunkt. Nord und Ost nur schwerer Beschuss. Die Akte Tarnopol zu lesen war keine leichte Kost. Dazwischen Munitionsmangel, unzähligen Gefallenen und Nahrungsmittelknappheit, die Verzweiflung selbst aus den notierten Funksprüchen hervorquoll. Selbst Versorgungsabwürfe wurden erheblich vermasselt. Dazu heißt es, Munitionsabwurf völlig unzureichend, meist unsachgemäß. Versorgungsbomben über ganze Stadt verteilt, werden zwischen Häusern nicht gefunden, dazu Feindbeschuss. Landen teils im Feinde, teils in See. Am 31. März wurde eine dringende Meldung gefunkt, da ein Einbruch bei den Bahnlinien bis zum Bahnhof in Stärke mehrerer Regimenter vonstatten ging. Dabei eroberten die Sowjets die gesamte Osthälfte der Stadt, die nicht mehr zurückgewonnen werden konnte, da eine zu starke Feindüberlegenheit herrschte. Im Abschnitt Ost meines Großonkels waren 7 Offiziere, 76 Unteroffiziere und 505 Mann stationiert. Es gab 4 7,5er sowie 2 3,7er Pack. Da mein Großonkel Packschütze war, wird er an einem dieser Geschütze gekämpft haben. Am Nachmittag des 15.04.1944 tötete eine sowjetische Fliegerbombe Generalmajor von Neindorf. Nach dessen Tod übernahm Oberst von Schönfeld das Kommando. Am Abend erteilte von Schönfeld den Befehl zum Ausbruch, der mit noch ca. 1500 marschfähigen Soldaten gegen 0200 nachts von Zagrobella nach Westen durchgeführt wurde. Zunächst fand ich in einer nicht zweifelsfrei seriösen Quelle den Hinweis, dass die 14. Kompanie des Grenadierregiments 949 meines Großonkels auch als Kampfgruppe Mitscherling bezeichnet wurde. Hiernach heißt es, die Kampfgruppe Mitscherling, es war die 14. Grenadierregiment 949, die sich in den letzten Kämpfen mit ihren schweren Waffen immer wieder voll eingesetzt hatte,
schloss ich ihnen an und dann kam alles, was noch laufen konnte. In der Akte Tarnopol wurde dieser Name für die 14. Kompanie 949 schließlich jedoch bestätigt. In der einschlägigen Literatur lässt sich zur Kampfgruppe Mitscherling jedoch nichts Konkretes finden. Ein sowjetischer Bericht spricht von einem SS-Bataillon Mitscherling, das beim Ausbruchversuch teilweise gefangen genommen worden sei. Eine SS-Division gehörte mein Großonkel bzw. das Kanadierregiment 949 aber definitiv nicht an. Es bleibt wohl ungeklärt, was es mit der Kampfgruppe auf sich hatte. Laut Frickes Fester Platz Tarnopol leitete Oberst von Schönfeld, der Kommandeur des Kanadierregiments 949, den Ausbruch. Auch schreibt Fricke, es ist nie bekannt geworden, in welcher Art der Ausbruch erfolgte, zumal sich die Angaben der durchgekommenen Mannschaften widersprach. Die Schlacht, die von März 1944 bis zum Ausbruchversuch aus dem Kessel im April 1944 dauerte, forderte unzählige Opfer. Die Besatzung Tarnopols, in verschiedenen Quellen zwischen 4.600 und 4.700 Mann stark genannt, schrumpfte auf lediglich 55 überlebende Tarnopol-Kämpfer zusammen, die dem Kessel entfliehen konnten. Es bleibt wenig Hoffnung, den Hergang des Ausbruchs und damit verbundenen Rückzugskampf meines Großonkels sowie ein genaues Schicksal nachzuvollziehen. Diese stark verkürzte Version meiner eigenen Interpretation aufgrund der mir vorliegenden Quellen lässt daher wenig Zweifel übrig, dass mein Großonkel innerhalb der genannten Zeitperiode im Zuge der Einkesselung, der Rückzugskämpfe oder des Ausbruchversuchs gefallen ist. Eine Gefangenschaft ist unwahrscheinlich. Unterstrichen wird dies durch den Zeitzeugenbericht von Edgar Scheuermann. Auch ist dem Bericht zu entnehmen, dass sich auf den Feldern rund um Tarnopol möglicherweise Massengräber deutscher Soldaten befinden. Genaue Standorte werden jedoch nicht angegeben. So, den Scheuermann-Bericht, den werde ich irgendwann mal versuchen, auch nochmal in ein extra Tarnopol-Video zu gießen. Das würde hier aber den Rahmen sprengen. So, ich möchte jetzt auch schließen mit dem Buch von Markus Bauer, natürlich mit dem Nachwort, das der Markus auch nochmal geschrieben hat. Das würde ich gerne hier nochmal vortragen und damit würden wir das ganze Kapitel haufenweise liegen sie umher beenden. Also, Nachwort. Die Eingebung, die Geschichte meines Großonkels zu erzählen, gründete sich auf ein Bauchgefühl, auf Intuition. Leonhard Merz ist ein Verwandter, jedoch kein mir Nahestehender. Er ist der Bruder meiner Großmutter, der nie heimkehrte. Und doch erdrückt mich sein Schicksal auf eine nicht zu beschreibende Art und Weise so immens, dass die Suche nach ihm zu einer spannenden, aber auch emotionalen Reise wurde. Jede einzelne Briefseite führte mir vor Augen, wie wertvoll und gleichzeitig zerbrechlich das Leben ist. Ich las die Zeilen eines verschwendeten Lebens, die Zeilen einer verheizten Generation. Gebeutelt durch die Nachwirkung des Ersten Weltkrieges, vertrauten die Menschen einem Führer, der ihnen eine bessere Zukunft versprach. Stattdessen verloren mehr als 65 Millionen Menschen und auch viele Tiere ihr Leben auf teils grausamste Art und Weise. Heute ist diese Zeit nicht mehr als furchtbare Vergangenheit, ein Teil der Geschichte. Aber auch heute führen wir Krieg, auch heute brennt unsere Welt. Dabei spielt es keine Rolle, welche Nation wir angehören, welchen Religionen wir unseren Glauben schenken, wo unser Lebensstil einander entspricht. Die Menschheit sollte als Einheit agieren. Wo Überfluss herrscht, sollte es keinen Hunger geben und wo Häuser fehlen, sollten keine Kriege herrschen. Genau jetzt wäre es Zeit, dass alle in Frieden leben. Die Geschichte hat uns oftmals bewiesen, dass Kriege keine Lösung sein können. Auch die entscheidungstragenden Machthaber folgen auch nicht grausam an der Front. Es sind die einfachen Soldaten, die hungernd, leidend und voller Sehnsucht den Tod für eines anderen Kampfes sterben. Die Geschichte sollte sich niemals wiederholen. In gewisser Weise tut sie es aber. Jeden Tag. Ich hoffe, dass eines Tages Friede auf Erden herrscht. Ich hoffe, dass nicht noch mehr solche Bücher notwendig sind, um Geschichten von Menschen zu erzählen, die niemals gelebt, sondern nur gelitten haben. Auf eine friedliche Welt. Markus Bauer, 8. Februar 2022.